Da zahle ich auch eigentlich nicht mehr oder nicht weniger. Was ich im Endeffekt kaufe, ist hier unser Second Level Domain plus dem LTD. Das vorneweg kann ich anlegen, wie ich mag. Technisch korrekt gesprochen ist das die Subdomain. Und da kann man bei verschiedenen Providern einfach fast beliebig oder 50 bis 100 Stück zusätzlich anlegen. Kann man zum Gliedern von einer Webseite natürlich schön nutzen. So, und es gibt auch zu lange Domainnamen, schlicht und ergreifend. So schöne Beispiele wie warum-verdammt ist dieser Domainname so lang, kurz ist doch toll.de. Die sammeln lange Domainnamen. Also da ist wirklich der Domainnamenprogramm quasi, da kann man mal reingucken, was die Leute so an langen Domainnamen treiben. Der ist natürlich auch sehr schön. Dieser verdammt lange URL kann sich ja sowieso kein Schwein merken. Da ist allein der Inhalt schon lustig. Wenn man drauf guckt, denkt man mal gucken, was da so kommt. Das war's, was an Inhalt kam. Aber man sieht, man kann auch mit der Hervorhebung, die Fettschreibung, das lesbar machen, obwohl es herzhaft lang ist. Das ist einfach so Spaß am Rande quasi. Und dann sind wir auch schon beim wichtigen Thema davon, wenn ich jetzt für irgendwas was machen möchte, macht es natürlich durchaus Sinn, sich Gedanken zu machen beim Domainnamen. Ich mache ein neues Projekt. Was für einen Domainnamen suche ich mir dazu raus? Habe ich da für dieses Projekt irgendwelche Schlagwörter? Das, wo jeder im Prinzip damit verbindet und unter Umständen danach sucht. Kann man das als Keyword bezeichnen oder als Schlagwort? Und die können auch in den Domainnamen mit reinfließen. Macht Sinn, zieht mehr Besucher und die Besucher können sich es im Allgemeinen auch besser merken. Wenn ich als Domainnamen habe, tolle Karpfenfischzucht.de, kann sich das jemand besser merken als wie xyz324.de. Also wenn ich einen entsprechenden Domainnamen habe, habe ich mehr Spaß dran. Wobei natürlich bei den Keyword-Domains sollte man auch ein bisschen vorsichtig sein, damit man sich nicht gerade ins Abseits stellt, weil wer mag bei www.zornig.de irgendwas einkaufen? Höchstens, es gibt da einen tolle Spaßversand, aber außer willkommen gibt es bei zornig.de wirklich nichts zurzeit. Obwohl er irgendwas erzählt über Direktshop für Computer, Hardware und Computersoftware. Allerdings muss man auch aufpassen, dass man natürlich bei Domainnamen nicht mit dem Recht kollidiert. Das eine sind natürlich Marken und Trademarks. Also ich kann nicht anfangen, selbst falls die noch geben sollte, zu sagen, ja klasse, hier www.cola.de ist noch frei oder www.coca-cola.de ist noch frei. Da habe ich definitiv ein Problem natürlich mit dem Trademark und mit einer Marke. Wo dann die Coca-Cola Corporation sagt, ja Moment mal, die gehört uns. Klar haben wir es verpennt, das zu registrieren, aber trotz alledem her mit. Wir haben das ist eingetragen im Markenschutz und das Logo und sonstiges. Da ist natürlich Recherche im Vorfeld sinnig und je größer die Geschäftsidee ist, die man da aufsetzt auf sowas, desto lästiger ist natürlich, wenn irgendwann nach 1, 2, 3 Jahren, wenn mich was eingeführt hat, dann jemand kommt und mir den Domainnamen streitig macht. Da kann es dann durchaus sein, dass man wirklich Markenrecherche betreibt und da erstmal Geld natürlich rauslässt. Wo man sich auf jeden Fall erkundigen kann, ist beim Deutschen Patent- und Markenamt. Das ist ein EU-Gemeinschaftsmarken, gibt es auch noch. Unter der dpinfo.dpma.de kann man sich mal einlesen, was das alles so gibt. Das ist ganz spannend auch, von Bildmarken und sonstige Geschichten. Da sollte man also auf jeden Fall nicht wild denken, da kann man toll den Ruhm von jemand anders abstauben. Das macht relativ schnell Stress. Und auch da gilt natürlich Namensrechte zu beachten. Wenn man jetzt selber nicht Pratzen heißt, ich heiße praktischerweise so, dann hat man auch rechtlich eigentlich keine Chancen auf den Namen. Also wenn jetzt ein Nicht-Pratzen quasi sich diesen Namen holt und dann mich anschreibt und sagt, du, ich hätte da deinen Namen, ich verkaufe dir den ganz billig, ich will bloß 500 Euro für, dann kann ich durchaus sagen, ja, ist ja schön, aber mein Anwalt ist billiger. Weil er hat natürlich kein Recht auf diesen Namen. Allerdings ist es immer ein bisschen problematisch, wenn sobald die Rechtsgeschichte ins Ausland sich verlagert und das große Gerät. Ein Freund ist das passiert von mir, sein Bruder hat es völlig verpennt und hat es geschafft, dass er versehentlich seine uralte Domain mit dem Familiennamen getroppt hat. Also versehentlich ging die raus und wurde gelöscht quasi, es war nicht mehr registriert auf ihn, es hat halt nicht allzu lange gedauert. Schwupps war die auf einen anderen registriert. Der saß ungeschickterweise in England. Der Bruder wollte die Domain eigentlich bloß von einem Provider zum anderen umziehen. Der wollte die nicht löschen und hat die gelöscht in seinem, was auch immer. Dann war die auf einmal in England. Dann habe ich natürlich meinen Freund angefragt, du,
diese Steine alt, das ist eigentlich schade drum. Ja, ja, keine Zeit und überhaupt und so. Interessant war, 4 Monate später wurde die wieder getroppt, das hat nicht allzu lange gedauert. Schwupps hatte jemand anders geholt in Deutschland. Dann war noch der Gerichtsstand in Deutschland, das macht mir natürlich dann mehr Spaß, solche Sachen. Und sagte wieder mein Freund, du, jetzt lohnt sich, der sitzt jetzt in Deutschland. Der hat keinen Spaß dran, wenn du den mal anschreibst. Und er meinte, ja, ich kann ihn mal anschreiben und übernehme seine Kosten und bla und blub. Und hat ganz freundlich ein Schreiben hingeschickt. Ich sagte, ja, er hätte die Ansprüche auf die Domain, aber er würde ganz seine Kosten übernehmen. Interessant war, was passiert ist, weil es gibt dieses schöne Lydia Drop It Like It's Hot. Der Typ, wo die registriert hatte, hatte ungefragt dann, ohne überhaupt sich zu rühren, dann sofort wieder diese Domain getroppt, also freigegeben. Problem bei solchen Geschichten ist natürlich, das wird nicht lang unbemerkt sein, wenn eine Domain frei ist. Die wird teilweise innerhalb von Sekunden, teilweise hat man bloß 5 bis 10 Minuten Zeit, wieder geholt von jemand anderem. Die Domainnamen haben einen gewissen Wert, wenn ein gewisses Alter dabei ist und eine gewisse Bekanntheit. Und ja, ich hatte interessanterweise reingeguckt, auch rein aus so einem Gefühl, ob jetzt was mit der Domain ist. Sie war frei und konnte sie dann relativ schnell sichern für den Freund. Aber interessant war einfach, da laufen automatische Prozesse, die teilweise haarsträubend ist, wo teilweise die Leute einfach sagen, alles was bei 2 nicht auf dem Baum ist oder bei 3, hole ich mir. Und zwar automatisch, ungesehen. Und das läuft die ganze Nacht durch, solche Prozesse. Und morgens wird mal geguckt, was ist denn da alles so alles reingekommen und was hat man sich so alles gekauft, quasi automatisch, elektronisch. Und da gibt es solche Sachen, wo man dann auch beobachten kann, irgendwelche Polizei, was weiß ich, in den östlichen Bundesländern die Domain freigegeben. Polizei-irgendwas. Würde geholt, 10 Sekunden später wieder getroppt, 30 Sekunden später wieder geholt von jemand anders, 2 Minuten später wieder getroppt. Das ging 4, 5 Mal, bis irgendwie auch der Letzte kapiert hat, dass das ein heißes Eisen ist. Weil, wenn man den Domainnamen natürlich sieht und sich 2 Gedanken drüber macht, dann merkt man schon, das wird nur spaßig. Nur bedingt spaßig, sowas zu haben. Aber diese automatischen Prozesse sind dafür verantwortlich, dass immer mehr bloß Werbeschund im Internet ist, wenn man einen Domainnamen aufruft. Und das haben wir ja schon jetzt 2, 3 Mal gesehen bei den Verlagsgeschichten. Rechtlich auch interessant, zum Beispiel Andreas Schell, alter Fall. Man sieht auch sehr, sehr schön, was der Reihe nach passiert ist. Unter web.de-archiv.org kann man von einzelnen Domains so die Geschichte fast schon nachschlagen. Auch zum Beispiel von dieser Shell.de. Da sieht man zum Beispiel, 1997 ging da schon was. Teilweise werden hier natürlich nur die Inhalte ohne Grafiken gezeigt. Da wird erzählt, was der Herr Shell damals so gemacht hat, der wohl in München saß mit 089. Wir sprechen ihre Sprache. Er stellt auch und recherchiert auch. Eigentlich ganz cool die Sache. Natürlich weniger cool, wenn solche Unternehmen reinkommen wie Shell. 99 hat das schon angefangen mit diesen Balken, dann hat er gleich mal seinen Inhalt einfach rausgenommen, weil wenn das vor Gericht hingeht und hergeht, dauert das so seine Zeit. Und 2002, wenn ich es richtig habe, sieht man dann schon mal die Anfänge von Shell, die dann sagen, lohnt sich doch Internet, weil die haben das irgendwie, haben sie sich wohl geeinigt und sind dann da unterwegs gewesen. Das Lustige an dieser Wayback-Maschine ist natürlich, man kann wirklich mal auch Firmen mal nachverfolgen. Was haben denn die so gemacht? Hat sich da irgendwas geändert die letzten 10 Jahre in ihrem Aufbau? Mit was haben die vor 10 Jahren geworben? Was ist ihnen vor 5 Jahren wichtig gewesen? Hoppla, der komplette Vorstand hat sich geändert. Was ist ihnen jetzt wichtig? Also da kann man dann relativ viel nachvollziehen. Teilweise fehlen halt Bilder. Aber das ist immer ganz lustig.